Hallo Leute, heute habe ich mal wieder einige sehr interessante Themen für euch herausgesucht. Im ersten Thema geht es um die gesetzliche Krankenversicherung. Wer hätte das geglaubt? Die steigt erneut. Des Weiteren beschäftigen wir uns mit den Inflationsdaten aus Deutschland sowie aus den USA. Das ist relativ explosiv, die sind heute erst rausgekommen. Sowie auch nochmal eine ganz exklusive Geschichte, war gerade eine Eilmeldung hier. Es gibt ein Spitzentreffen in Berlin zwischen Scholz, Herrn Habeck und Lindner in Bezug auf das Heizungsgesetz. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, heute im Video. Willkommen und willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve. Also mal vorweg, besonders für die Abonnenten, die neu dazugekommen sind. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Wünsche haben solltet, stellt sie jetzt gerne in die Kommentare unten rein. Wir werden da versuchen, dann, dass wir Lösungen finden. Besonders bei Fragen. Es sind auch einige Abonnenten, die haben es wirklich auch drauf. Wenn ich mal auf etwas keine Antwort haben sollte, haben sicherlich diese Abonnenten. Also, dass diese Community hier wachsen, dass uns gegenseitig unterstützen, uns gegenseitig helfen. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Erstes Thema, die GKV, also die gesetzliche Krankenversicherung. Lauterbach kündigt Beitragserhöhung an. So viel könnten Kassenpatienten bald blechen. Und hier muss ich nach wie vor sagen, und seitdem dieser Kanal existiert, ich habe es immer wieder und wieder gesagt, wie gesagt, die Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung, die werden weiter steigen, steigen, steigen oder man könnte sogar sagen, eigentlich mittlerweile explodieren. Warum das so ist, werde ich euch gleich noch erklären. Gehen wir erstmal auf den Artikel hier weiter ein. Der Grund, was sie hier eben angeben, die gesetzlichen Krankenkassen rechnen mit 2024 mit einem Milliardenloch von 3,5 bis 7 Milliarden Euro. Bislang wurden Beitragserhöhungen befürchtet, jetzt besteht der Gesundheitsminister das Teuerdefizit. Die meisten von euch da draußen sind ja schlau, besonders natürlich die Leute, die meinen Kanal abonniert haben oder auch regelmäßig auf meinen Kanal klicken. Ich möchte es aber trotzdem nochmal erklärt haben. Umso mehr Menschen hier in unser Land kommen, aber nichts einzahlen, genau in diese Systeme, umso teurer wird es natürlich für die wenigen, die noch ordentlich arbeiten und dementsprechend ist es klar, dass dann die Beiträge steigen. Ganz einfach. Wenn ihr hierzu noch Fragen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Gehen wir aber hier mal weiter, wisst, was denn hier, sage ich jetzt mal, ausschlaggebend ist. Gesundheitsminister Lauterbach geht nicht davon aus, dass das Kassenloch bei 7 Milliarden Euro liege. Trotzdem wird es wohl ein Defizit geben, so der Minister. Wie gesagt, ganz klar, die Erklärung habe ich euch gerade geliefert. Wenn wir so weitermachen, sage ich jetzt mal, es kommen immer mehr Menschen in unser Land rein, die nichts einzahlen, umso teurer wird es für die Leute, die noch arbeiten. Unser allseits beliebter Herr Karl Lauterbach ist ja für seine tollen Prognosen bekannt. Und er meint hier noch weiter, im schlimmsten Fall könnte der Beitragssatz inklusive Zusatzbeitrag von derzeit durchschnittlich 16,2% auf 16,6% steigen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen je die Hälfte. Rekord. Also wird absoluter Rekord in Deutschland. Sag mal, Thumbs up. Es wird immer alles teurer und auch noch bei dieser exorbitanten Inflation. Also es läuft alles wie am Schnürchen in unserem Land. Gehen wir aber mal genauer darauf ein, denn was denn ihr zahlen müsst, wenn denn, sag ich jetzt mal, es zu dem Fall der Fälle kommen sollte. Wir gehen jetzt einmal mal vom teuersten aus. Und wie gesagt, ihr seht hier einmal den Bruttolohn je Monat, also von 1.000 Euro, 1.500 Euro und so weiter. So viel zahlen sie jetzt, sage ich jetzt mal, mit 0,2 Punkte Anstieg und 0,3 Punkte und 0,4 Punkte. Wir gehen jetzt mal einfach vom höchsten Satz aus, sage ich jetzt mal. Es wird auch die nächsten Jahre auch noch teurer werden, das garantiere ich euch. Also wie gesagt, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir machen hier mal Durchschnittswert. Das ist eigentlich eher für Geringverdiener. Bei 1.000 Euro sind es 2 Euro pro Monat. Gut, da sagt man jetzt gut mal Schwamm drüber. Aber ganz ehrlich, für einen Geringverdiener natürlich, wenn man es auf Jahr hochrechnet, natürlich 24 Euro, das ist schon ein guter Batzen. Gehen wir mal in die Mitte rein, eher die Durchschnittsverdiener bei 2.500, sage ich jetzt mal brutto, hier 5 Euro. Also wie gesagt, gerechnet mal 12 sind wir hier schon bei 60 Euro. Leute, das ist schon ein Wocheneinkauf. Und hier seht ihr dann auch, wie sie die ein bisschen besser verdienen, sage ich jetzt mal, hier bei 4.000, 5.000 Euro. Hier haben wir die Versicherungspflichtgrenze. Das können natürlich dann im Jahr bis zu 120 Euro sein. Wie gesagt, 120 Euro, wenn ihr euch das hochrechnet, wie gesagt, hier auch auf diesem Finanzkanal, mit 120 Euro, das angespart in den weltweit anliegenden Aktien-ETF, was da am Ende im Laufe von 30 oder 40 Jahren rauskommen kann. Unglaublich. So werden wir wieder von unserer Altersvorsorge betrogen. Ich hätte jetzt nun damit gar kein Problem, wenn denn auch die Leistungen einfach auch steigen würden. Aber ganz ehrlich, die verharren ja oder werden ja sogar schlechter. Also wie gesagt, nach wie vor, man kann einfach nur sagen, wir gehen auch genau
in Bezug auf die gesetzliche Krankenversicherung hier in Deutschland den Bach runter. Und ganz kurz eine kleine Anekdote auch aus meinem Real Life, wie viele Sachen da auch nicht mehr gezahlt werden. Ich habe mich letztes Mal mit einer ein bisschen jüngeren Frau unterhalten. Sie haben auch zum Beispiel gemeint, beim Frauenarzt wird der Krebsabstrich nicht mehr gezahlt. Ich weiß es nicht, ob meine Zuseher oder meine Zuseherinnen hier auf dem Kanal das Ganze so bestätigen können, aber das finde ich schon ein starkes Stück, weil das Ganze kostet ja eigentlich nicht viel Geld. Und was ist denn jetzt, oder was ist kostenintensiver, einfach jemanden, sage ich jetzt mal, so einen Abstrich zu bezahlen, einfach auch für die Krebsvorsorge, oder jemand wie schlimmsterweise noch an Krebs erkrankt und dann, sage ich jetzt mal, 10.000 von Euro zahlen muss für die Krebstherapie. Also wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein, ob das so wahr ist, ob das so stimmt, das kann ich jetzt nicht ganz so bestätigen, aber nach wie vor, also es steigt immer weiter, aber gleichbleibend oder schlechter werdenden Leistungen. Ich finde das einfach absolut unfair und es ist einfach mittlerweile so eine Krücke geworden und das ist halt der Hauptgrund nach wie vor, es kommen immer mehr Menschen hierher, die nichts einzahlen und die restlichen, ordentlichen, sage ich jetzt mal, Leute, die in diesem Land arbeiten, die müssen die Zeche zahlen. Einfach unglaublich. Bevor nun die Ersten schon wieder ankommen und sagen, nein, Steve, das stimmt so doch gar nicht, das sind noch viele andere Faktoren. Natürlich gibt es ja auch noch andere Faktoren. Natürlich das Gesundheitssystem in Deutschland, das Gesundheitswesen wird natürlich auch immer teurer. Energie, höhere Löhne, höhere Kosten, sagen wir, für Medikamente, brauchen wir auch nicht drüber reden. Aber dennoch wären die Beitragssätze, sage ich jetzt mal, so wie sie sind, in Ordnung, wenn wir einfach nicht immer andere Menschen mit durchfüttern müssten. Ganz einfach. Punkt. Nächstes Thema, kurz und schmerzlos, Inflationsrate sinkt auf 6,1%, der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im Mai deutlich verlangsamt, wie das Statistische Bundesamt am Morgen in der zweiten Veröffentlichung bestätigt hat. Trotzdem bleibt die Inflation stark erhöht. Gelinde gesagt, stark erhöht, weil nach wie vor das Inflationsziel der EZB, wie ihr da draußen ja wahrscheinlich alle wisst, ist bei 2%. Und wenn für euch die Inflation immer noch ein Buch mit 7 Siegen ist, verweise ich sehr, sehr gerne auf das Lehrvideo von mir, Inflation, der langsame Tod des Verbrauchers, hier oben. Gehen wir nochmal ganz kurz darauf ein und es ist ja einfach die Krux. Hier sehen wir die Inflationsrate in Deutschland. So langsam geht sie etwas runter. Kein Wunder, auch natürlich bei den Zinserhöhungen. Ich habe euch ja auch schon immer da draußen gesagt, wie gesagt, wenn Zinsen erhöht werden, dauert es ein halbes Jahr bis ein Jahr, bis es auf, sage ich jetzt mal, den Märkten durchschlägt, das Ganze. So viel dazu. Und was aber dann natürlich, wie gesagt, im Umkehrschluss das Negative an der ganzen Geschichte ist, das können wir hier lesen. Die Preise für Nahrungsmittel stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat im Mai mit 14,9% weiter stark überdurchschnittlich. Wenn ihr das Inflationsvideo von mir angesehen habt, wisst ihr ganz genau, das Problem ist hier natürlich, Essen, Trinken und Wohnen sind natürlich Primärbedürfnisse. Wenn natürlich hier die Zahlen so deutlich steigen, dann natürlich haben wir um einiges weniger in die Tasche. Da kann ich auch immer wieder gerne darauf verweisen, ich habe hier einige Spartipps auf meinem Kanal rausgebracht, wie ihr auch die Inflation einigermaßen unter Kontrolle halten könnt. Schaut euch das gerne rein, zieht es euch rein. Wie gesagt, meine persönliche Inflation auch zu den absoluten Hochzeiten von 10% war vielleicht bei maximal 4 bis 4,5% und nicht mehr. Also man kann was dafür tun, nicht rumjammern da draußen, einfach aktiv rangehen. Es ist traurig, dass es soweit hat kommen müssen, aber wie gesagt, jetzt sind wir mal in der Situation, jetzt machen wir einfach das Beste raus. Machen wir weiter hier mit Amerika, das sind die absoluten exklusiven Daten, die gerade soeben rausgekommen sind. So, sind wir auch schon hier. US-Inflation schwächt sich stärker als erwartet ab. Gehen wir eben noch ein bisschen genauer darauf ein, besonders Amerika ist um einiges interessanter als Deutschland. Wie gesagt, wir haben das eh nach wie vor verkackt, besonders auch mit dieser unsäglichen Energiewende. Aber wie gesagt, das wird die Inflation, besonders in Deutschland, noch weiter über lange, lange Sicht um einiges höher halten als dieses Ziel der EZB von 2%. Die Inflationsrate in den USA ist von 4,9% im April auf 4% im Mai gesunken. Auf jeden Fall eine gute Nachricht. Hier ist noch, und das ist, sage ich jetzt mal, ihr müsst ihr immer genau drauf schauen. Inflation ist nicht gleich Inflation. Wichtig ist, dass man auch auf die Kerninflation schaut, also den breiten Markt, wie schaut es denn da aus? Und hier die sogenannte Kerninflationsrate, also in den USA, bei der die stark schwankenden Energie- und Nahrungsmittelpreise ausgeklammert werden, sagen wir erwartet leicht um 5,5% auf 5,3%. Also hier sieht man sehr, sehr schön, dass die normale Inflation hier in Blau dementsprechend schon stark, sage ich jetzt mal, gen Süden geht und die Kerninflation auch langsam auf dem Abstand steigenden Ast ist. Das ist natürlich gute Nachrichten, natürlich einmal natürlich für den Verbraucher, dass die Inflation, sage ich mal, immer mehr, sage ich mal, nach unten geht, aber natürlich auch für die Anleger an den Aktienmärkten. Und wir sind mal sehr gespannt darauf, wie morgen, sage ich jetzt mal, die Fed, also die US-amerikanische Notenbank, mit den Zinsen vorgeht. Viele gehen mittlerweile schon davon aus, dass hier eine Zinspause eingelegt wird und das könnte natürlich einfach die Stimmung an den Aktienmärkten befeuern, dass die Kurse natürlich weiter gen Norden gehen. Warten wir es einfach mal ab, was morgen rauskommt und die EZB am Donnerstag, gehe ich davon aus,
aus, dass sie einfach die Zinsen nochmal um 0,25 Basispunkte erhöhen werden. Schauen wir uns das Ganze an. Es bleibt auf jeden Fall interessant. Aber hier seht ihr ganz genau im Vergleich Amerika und einfach Deutschland, dass wir eine viel höhere Inflationsrate haben. Und das ist natürlich auch den exorbitanten hohen Energiepreisen geschuldet. Das machen wir im Vergleich, sagen wir mal, zu Amerika falsch. Und deshalb werden wir auch noch längere Zeit auf einer höheren Inflationsrate sitzen bleiben, was unser aller Vermögen dementsprechend vernichtet. Ganz kurz noch, wie im gestrigen Video, ich habe es jetzt halt einfach mit den Einminuten ganz kurz davor rein, bevor ich eigentlich das Video beenden möchte, aber dann dementsprechend ist das hier heute noch rausgekommen. Scholz, Habeck und Lindner wollen Heizungsgesetz retten. Und hier ganz kurz, Leute, bitte nichts retten mit diesem unsäglichen, schwachsinnigen Heizungsgesetz. Einfach vom Tisch, weg damit und nicht mehr. Und ich lasse mich noch gerne darauf herab, sage ich jetzt mal, zu sagen, gut, von mir aus für Neubauten, da kann man natürlich sagen, gut, da kann man neuere Heizung einbauen. Aber für Altbauten oder, sage ich mal, auch Mehrfamilienhäuser, die schon älter sind, da dieser ganze Wust, diese hohen Kosten, wie gesagt, das vernichtet genauso Deutschland. Ganz einfach, Leute, wie gesagt, einfach weg damit. Und was mir persönlich am liebsten wäre, wenn einfach die FDP endlich aus dieser Ampelkoalition austreten würde, wir hätten Neuwahlen und dann wird es richtig interessant und richtig lustig werden. Weil, wie gesagt, was diese Regierung mittlerweile seit 1,5 Jahren gegen den Bürger verbrochen hat, das geht auf keine Kuhheit. Und der mündige Bürger, der einfach auch nachdenkende Bürger, hat genau auf das keine Lust mehr. So, Leute, das war's dann heute auch schon von meiner Seite aus. Wie gesagt, genießt das wunderbare Wetter da draußen. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Wünsche haben solltet, gerne in die Kommentare unten rein. Abo und Like vor allem nicht vergessen. Für euch zum Ende nochmal wunderbarste Euros. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald, euer Steve.